Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Serie. Heute ist es soweit. Schon ein paar Mal angekündigt. Aber jetzt machen wir ernst. Ein neuer Multiplayer-Surfer. Wir waren ja schon mal kurz auf Shroomland. Ein paar Folgen. Da gibt es eine Playlist dazu. Ich glaube 17 oder 18 Folgen. Aber der Shroomland ist hier aus der Liste komplett verschwunden und ich erreiche ihn auch nicht mehr. Also ich gehe mal davon aus, der Betreiber von dem Server wollte den Server eher privat halten, nicht so in der Öffentlichkeit stehen haben. Und vielleicht war da unser Auftritt dort und die Playlist dann doch ein bisschen zu viel. Ich weiß es nicht. Also ich hoffe, ich habe da niemanden irgendwie auf die Füße getreten. War nicht meine Absicht, war keine böse Absicht. War einfach hier mal ausprobieren. Und jedenfalls ist er nicht mehr da. Und ja, schade. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, wir können auch bei der Gelegenheit da mal was Neues ausprobieren. Und die Lady Hawk meinte ja, Wommel ST, den hier. Aber ich sag mal, zweifach Speed und 50, maximal 50 Sapiens pro Tribe ist vielleicht ein bisschen, ja, weiß nicht. Ich habe hier mal, und dann sind hier nur einige, und ich habe mir den mal angeschaut, diesen Wommel Max 300. Man sieht eh schon, da war ich mal kurz da. Ich habe jetzt noch keinen Tribe gewählt, aber wenn wir da mal reinschauen, ich denke, man müsste, wir landen jetzt hoffentlich wieder in der Auswahl, wo man also den Stamm wählen kann. Und Connecting to Server, okay, ja, hoffentlich erreiche ich den tatsächlich auch. Vielleicht auch nicht. Downloading. Doch. Da kommt er. Dauert ein bisschen. Also ich denke, das ist auch ein, ja, wir sind hier jetzt in der Auswahl. Das ist auch ein ziemlicher, und das hat mich tatsächlich hier überrascht. Also wenn man hier jetzt so einsteigt, dann sieht man hier, okay, ein paar Lila. Denkt man, okay, da ist ja auf den Server vielleicht noch nicht allzu viel passiert. Aber wenn man dann weiter rauszoomt und jetzt so mal reinkommt, dann sieht man, da ist jede Menge los. Und wenn wir, und das täuscht noch, wenn wir jetzt hier reinzoomen, dann ist hier noch nicht wirklich so viel, oder? Ja, nee, noch nicht so viel. Aber irgendwo habe ich da mehr gefunden, und wenn, ja, es ist, das Zooming ist ein bisschen schwierig hier, dass man da richtig dosiert. Ah, jetzt, also ich suche jetzt einfach mal ein bisschen, und Jefferson wählen die, das war das, ja, hier glaube ich war das, und wenn wir hier, also da sieht man, dass hier schon einiges los ist auf diesem Server, und hier, ja, also wenn wir jetzt hier mal schauen, also da ist einiges los, da ist einiges los in der Ecke, und die Frage ist jetzt, ja, wo wollen wir tatsächlich uns niederlassen, wenn wir jetzt hier was wählen. Und ja, ich bin ein bisschen unschlüssig. Ein kleines bisschen unschlüssig. Hier ist auch noch ein ziemlicher Cluster mit diesen, also diese grünen sind die, die wir noch wählen können. Aber ich suche auch immer gern was ein bisschen am Meer. Ich weiß, ich bin da ein bisschen, zum Beispiel der hier, der hat hier Zugang zu dieser Bucht und dann zum Meer.
Denke ich mal, ne? Also wenn wir da mal reinschauen, ja, der würde an der Küste liegen. Und hier hätten wir sogar einen Zugang zu diesem Binnenmeer. Ja, das schaut aus wie eine Landbrücke, aber in Wirklichkeit ist es dann, denke ich, Wasser hier, ne? Ja, das ist durchgehend. Der Stamm hätte jetzt 11 Mitglieder. Wir hätten hier, wenn ich es richtig sehe, Rich Soil oder mindestens Soil. Gut, der Nachteil ist, wir haben hier nicht wirklich Berge in der Nähe, ne? Also da ist keine größere Erhebung. Da scheint ein bisschen was zu sein, aber das ist ziemlich weit weg schon. Also wenn wir da mal schauen, da ist alles flach. Da ist alles flach. Also mit Metall wird es hier wahrscheinlich schwierig, Erze zu finden. Vermute ich jetzt mal. Da drüben hätten wir sogar ein bisschen Ton. Da weiß ich nicht, was das ist. Ist das Wasser? Das ist wahrscheinlich noch Wasser, vermute ich mal. Hier ist auch Ton. Hier sind Bananen, wenn ich es richtig sehe. Hier sind auch Bananen und ja, da haben wir Orangen. Hier haben wir jede Menge Boulder. Also wir könnten diesen Stamm hier nehmen und da nach unten ziehen. Das würde allerdings bedeuten, hier ist normales Soil, denke ich, dann ist das alles Rich Soil hier. Und da haben wir auch Wald. Da fehlen halt tatsächlich, ich weiß jetzt gar nicht, wie hoch da Erhebungen sind. Ich denke mal, es wird ein bisschen ansteigen hier ins Landesinnere, sozusagen da hier. Da ist auch nochmal ein Stamm. Also da sieht man schon, das ist hier eine Senke. Also ich denke mal, es steigt hier an ins Landesinnere. Und tja. Ich denke, wir nehmen den. Ich denke, wir nehmen den. Und jetzt ist die Frage, wir müssen halt mal schauen. Wir müssen als erstes, wir können am Multiplayer-Server können wir ja nicht stoppen, denke ich. Außer wir sind ganz zufällig alleine und es geht irgendwie. Das heißt also, wir müssen, wenn wir jetzt einsteigen, müssen wir uns dann schnell orientieren und schauen, wo siedeln wir, wo haben wir Nahrung. Das ist die erste Sache, wo kriegen wir, weil für 11 Leute ist jetzt nicht so dramatisch. Wir brauchen nicht unendlich viel Nahrung, aber wir brauchen Nahrung, ne? Und ja, wir versuchen es mal mit dem hier. Ich denke, wir versuchen es mal mit dem. Da sehen wir, da haben wir also Älter, Focus, Strong Immunity. Da ist schon jemand schwanger. Okay, Slow Learner, Kreativ, Lazy, Fast Learner. Da haben wir einen Fast Learner dabei, Long Sleeper. Okay. Location Difficulty ist grün, ne? Also ist easy. Tropical Rainforest, Pine and Bamboo Forest, Hot Summer, Hot Winter. Okay, also da haben wir erstmal wenig Probleme. Ich würde sagen, wir bleiben bei dem. Wir bleiben bei dem und jetzt sehen wir schon, oh ja, wir steigen nachts ein. Es ist nachts. Okay. Und da ist natürlich jetzt jemand. So, können wir auf Pause? Ja, wir können sogar auf Pause. Okay. Das heißt, ich mache mal ganz kurz Pause. Um die Sapiens jetzt nicht unnötig zu stressen. Und wir sehen, wir haben hier Bananen. Wir haben hier Bananen.
Aber das war es auch schon im Wesentlichen. Aber ein Stückchen weiter runter haben wir nochmal Bananen. Und gefällt mir insofern ein bisschen besser, weil wir, oh ja, da haben wir hier, ja, da haben wir hier einen, hier haben wir Elderberries. Hier haben wir Elderberries. Da haben wir Getreide. Okay. Ja, das ist schon ein bisschen weiter weg. Da haben wir nochmal Bananen. Hier haben wir nochmal Bananen. Ja, es ist hier Bananenland. Hier haben wir nochmal Getreide. Und Bananen. Nee, Bambus. Jetzt sehen wir natürlich bei dem Licht Flachs. Hier haben wir Gooseberries neben den Bananen. Das ist gar nicht übel. Hops. Hier haben wir Beetroots. Okay, Beetroots. Das ist ein Argument. Beetroot ist ein echtes Argument. Und wir haben hier überall Rich Soil. Ja, wir haben hier überall Rich Soil. Wie es mit Blumen aussieht, ist jetzt schwer zu sagen bei dem Licht. Da wirklich was zu finden, ist jetzt ein bisschen Glückssache. Das sind Sonnenblumen, aber die nutzen uns nicht wirklich was erstmal. Oh ja, hier haben wir Turmeric, oder? Oder ist das Ginger? Naja, ist jetzt auch nicht. Und jede Menge Ginger sogar. Jede Menge. Wow. Hier haben wir Kürbisse, Pumpkins. Hier haben wir nochmal Beetroots. Ja, also ich denke, wir wandern hier hin. Wir wandern hier hin und wir schlagen hier unsere Zelte auf. Das heißt, wir selektieren hier mal 11 Sapiens und sagen schon mal, geht doch mal bitte hier hin. Geht mal hier hin. Da passiert jetzt natürlich noch nichts, weil wir noch im Dingsmodus sind. Im Pausenmodus. Aber jetzt brauchen wir noch ein Stückchen flaches Land. Und ich würde sagen, wir bauen unseren. Da ist jetzt wieder bei dem Licht nicht ganz einfach. Ich glaube, da haben wir am meisten Platz. Also wenn wir hier. Wenn wir jetzt hier beginnen mit unseren Speichern und wie immer beginnen wir mit so einer Viererreihe und dann würde ich sagen, brauchen wir als erstes mal viel Heu, dann brauchen wir Bambus, also Äste. Da schaut es hier nicht so gut aus, aber wir sammeln mal ein, was hier rumliegt. Wobei wir eigentlich hier gleich investigaten könnten, untersuchen könnten und dann ist die Frage, haben wir hier. Naja, wir können noch nicht. Das müssen wir untersuchen, den Stein. Und genau, das war es jetzt erstmal. Und wir können ja noch nicht, können wir hier schon Äste sammeln? Können wir hier schon Äste sammeln? Ja, können wir. So. Also dann starten wir jetzt mal. Es ist Nacht. Späte Nacht. So, jetzt laufen die alle los. Das ist okay. Die sind natürlich jetzt alle ein bisschen desorientiert, weil es dunkel ist. Warum seid ihr gelb? Pessimist und dunkel. Okay. Und nass und dunkel. Okay. Na gut, okay, das ist jetzt so. Das können wir jetzt im Moment nicht ändern. Normalerweise startet man eben früh morgens, ne, und hat den ersten Tag schon mal vor sich. Das ist hier auf diesen Servern eben Zufallsprinzip, ne? Wann steigt man ein?
wann steigt man ein? Und dann würde ich sagen, hier ernten wir mal Bananen und die tun wir gleich mal upgraden, also priorisieren. So, und jetzt kommt hier, aber da wird natürlich jetzt nichts passieren, bis es wird eh nichts passieren, bis der Morgen, bis die Sonne aufgeht. Weil Text, no other players, okay. Hi, everyone. So, gut. Ja, da wird jetzt nichts passieren, weil die brauchen natürlich Licht. Die brauchen natürlich Licht. Das heißt, jetzt müssen wir noch ein bisschen warten. Wir können allerdings, können wir schnell vorspulen? Ja, können wir. Passiert aber nichts. Also ich kann schnell vorspulen, aber ich habe nicht den Eindruck, dass das was bewirkt. Dann bleiben wir bleiben also mal im normalen Modus. Müssen einfach warten, bis die Sonne aufgeht. Aber wir können uns schon mal ein bisschen orientieren hier, die Zeit nutzen und uns einfach schon mal orientieren. Also wir haben hier jetzt einen. Wir haben hier den Stein, den wir untersuchen, und wir haben hier den Stock, den wir untersuchen. Ja, jetzt geht die Sonne auf langsam. Das heißt, es wird jetzt langsam. Wir können im Moment nicht mehr untersuchen, oder können wir das? Ja, und da fehlt uns noch ein Werkzeug, das wir erst machen können, wenn. Aber wir sind eh im Schnellmodus, stelle ich fest. Entschuldigung, wir sind im Schnellmodus, weil die Stimmen ein bisschen schneller sind, ne? Das heißt also, wir sind 50% schneller als im Normalmodus. Ja. Und da laufen sie jetzt schon los und ernten die Bananen. Das ist wichtig, dass wir hier. Und da machen sie jetzt die ersten. Okay, das heißt, der erste Tag beginnt eigentlich schon mal ganz, ganz okay. Und jetzt wäre noch die Frage: Hier haben wir auch noch Bananen, also das ist super. Wir brauchen hier mal auch Gooseberries, super. Und jetzt können wir langsam hier uns ein bisschen umschauen. Hier haben wir Kürbisse, das ist auch super. Die sind wahrscheinlich gerade noch in Reichweite. Und hier haben wir. Flachs. Und wir schauen mal, können wir da, da unten ist auch noch Flachs. Wo ist da Flachs? Der ist näher, denke ich, hier. Und ich würde sagen, dann nehmen wir uns den hier unten. Da machen wir aber nicht zu so viel, sondern machen wir erstmal 10 Flachs. Da machen wir erstmal die 10 Flachs. Okay. So, dann sehen wir, haben wir hier jetzt das erste Heu. Wir haben die Bananen. Und das Heu können wir jetzt natürlich noch nicht. Doch, können wir. Wir können das Heu schon mal untersuchen. Ah, da ist eh schon dry. Ja, da ist schon dry. Deswegen kann man das untersuchen. Und wir können nochmal sagen, untersuchen. Das ist ein Tipp von der Lady Hawk, dass man hier sagen kann, mehrfach untersuchen. Was ist hier? Needs digging. Ah, okay. Das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders. Ich wollte den Stock. So, sie untersucht es schon. Er untersucht es auch.
dass das angeblich schneller geht. Na? Also, und jetzt können wir hier. Das untersuchen. Und den Stock. Wir müssen noch einen Stock. Da wird schon der Stein untersucht. Jetzt brauchen wir noch einen Stock, den wir untersuchen können. Den hier. Den müssen wir noch untersuchen. So. Okay. So, und investigaten. Es ist wichtig, dass wir so schnell wie möglich hier Sachen erforschen. Und jetzt ist die Frage, wir bauen uns nearly complete. Okay. Wir bauen uns hier 2, 3, 4. Wir bauen uns da mal 4 Rocknapping. Okay, schau mal, Rocknapping haben wir schon. Das ist super. Und jetzt können wir uns schon mal betten. Wir brauchen ja mindestens 11 Betten. Und die bauen wir hier dran. 2, 3, 4. Ups. Connection lost. Oh. Retry. Downloading. Okay, jetzt bin ich gespannt. Ja, okay. Ah ja, okay, da sind wir beim Bettenbauen, sind wir ausgestiegen. Das ist natürlich ein bisschen 3, 4, 5. Sechs. Und dann bauen wir hier die nächste Reihe. 1, 2, 3, 4. Ups, vertippt. 5, 6. So, dann haben wir nämlich schon mal die Betten. Und hier, denke ich, wird Thatch Building erforscht. Wir haben jetzt Vormittag. Hier wird Feuer machen erforscht. Mit den Beetroots können wir jetzt im Moment noch nichts anfangen. Oder wir können die schon ernten, aber wir können noch nichts anfangen mit denen, weil wir sie nicht pflanzen können. Da müssen wir erstmal pflanzen lernen. So, aber die Steine hier, die sammeln wir alle ein. Die brauchen wir. Oder die können wir gut brauchen. Was ist das hier? Red Rock. Wow. Viermal. Na gut, nehmen wir auch mit. Und wir bräuchten. It's nearly complete. Da haben wir schon Äste. 20, aber das reicht uns noch nicht ganz. Ich denke, da müssen wir hier hinten noch mal schauen, dass wir hier noch ein bisschen abernten. Nochmal Äste ernten. Thatch Building. Okay, super. Das ist eine gute Nachricht, weil jetzt können wir eine Thatch Wall bauen. Und ich würde da als erstes mal hier eine bauen. Und jetzt im Sparmodus. ihr kennt meinen Sparmodus. Ein Dach drüber. Und hier auch das Überdachen. So. Wir haben jetzt 5 Bananen. Das reicht natürlich nicht wirklich weit hin. Deswegen sollten wir da dringend nochmal Bananen nachordern vor heute Abend.
Und da ist eh schon, da können wir noch Breakthrough nearly complete. Also man merkt deutlich die höhere Geschwindigkeit des Spiels. Und hier ist schon das ein bisschen abschüssig, da müssen wir jetzt aufpassen. Fire Lightning, okay, super. Das heißt, wir brauchen jetzt zwei Fackeln. Wir können jetzt Fackel bauen und wir können Dinger bauen. Und ich würde sagen, wir bauen hier eine Fackel hin und bauen drei, am Ende noch eine. Und hier an dem Ende, da ist, das habe ich übersehen, da ist hier schon ein bisschen abschüssig. Da können wir auffüllen, aber da müssen wir aufpassen, ob diese Dinger dann inside oder outside sind. Na, jetzt ist es noch outside, aber wenn das Dach fertig ist, müssen wir gleich mal checken, ob das inside ist. Und wir müssen auch bei den Betten hier checken, ob das, wenn das Dach fertig ist, ob die dann inside sind. Ob er das richtig switcht, weil ursprünglich, also ich habe auf dem Shroomland, hatte ich das Problem, dass ich die Betten gebaut habe und dann das Dach drüber und dann hat er das nicht mehr als Inside erkannt, sondern hat es immer Outside interpretiert. Und das hieß, bedeutete dann, dass die Sapiens auch draußen geschlafen haben, was denen natürlich nicht gefallen hat. Ne? Die waren dann zwar im Bett, aber immer noch Outside. Und jetzt können wir aber mal hier schauen, aber hier ist schon Inside. Das heißt, aber hier sieht man, das sollte eigentlich, das ist inside, das ist outside. Also irgendwas ist da nicht ganz, das ist outside, das ist inside. Die Bananen, das ist schon mal gut. Aber ist das jetzt tatsächlich so? Weil normalerweise sollte das jetzt inside sein. Ne? Alles, das sollte inside sein, das sollte inside sein. Und das ist es eben nicht. Und ich vermute, das liegt daran, dass hier das Gelände abschüssig ist. Und da kriegt er immer ein Problem. Hier haben wir Flux mittlerweile. Das ist alles, na gut, das ist outside, weil es tatsächlich noch outside ist. Die Bananen sind inside. Das ist gut, weil dann wenigstens die als Nahrung. Das heißt, die definieren wir jetzt gleich als Bananen, als Bananenspeicher, damit das hier bleibt. Und hier können wir jetzt schon mal Rocknapping. Das heißt, wir bauen uns sofort eine Handaxe. Und da bauen wir uns gleich mehr. Da bauen wir uns gleich, bauen wir uns erstmal 10 Stück. Und wir kriegen. Und wir bauen uns noch hier 20 kleine Steine, weil von denen haben wir auch nicht genug im Moment. Da müssen wir noch schauen. Ja, das könnte man sogar untersuchen. Das holen wir uns mal zum Untersuchen. Und die hier, die holen wir uns auch. Plain Rocks. Und ich würde ganz gerne noch, das ist Dünger, den brauchen wir hier im Moment nicht. Ich hätte ganz gerne noch ein paar kleine Steine. Aber irgendwie, kleine Steine sind hier im Moment ein bisschen rar. Da ist noch Dünger. Plain Rock. Ja, wir holen uns die mal alle. Im Moment bin ich da ein bisschen vielleicht über. Da ist noch ein Stein. Das ist jetzt ein kleiner. Okay, Small Rocks. Und die will ich alle. Weil die haben den Vorteil, dass wir da sofort Werkzeuge bauen können damit. Das ist zwar jetzt eine Menge Arbeit, die da alle einzusammeln, aber es ist weniger Arbeit, als das zu bauen. So, und den können wir untersuchen, damit wir Flachsschnüre bauen können. Und wie gesagt, das ist hier noch outside. Und ich verstehe nicht so richtig, warum das outside ist hier.
Wir können jetzt noch versuchen, da hinten eine Wand hinzubauen. Und hier auch. Jetzt im Moment steht da ein bisschen. Also ich habe das Gefühl, dass man die Verbindung vielleicht nicht ganz so gut ist. So, und sobald wir den ersten Faustkeil hier haben, den ersten Head, Ex-Head, und wir müssen da nochmal, ja, jetzt haben wir hier natürlich das Problem. Da würde ich jetzt einfach da hinten nochmal Speicher dran bauen. Damit wir hier Speicher haben. Erstmal Outside. Und sobald wir den ersten Exhead haben, und den haben wir jetzt, können wir jetzt hier sagen, wir wollen mal graben. Und wo machen wir das? Wir haben hier Niveau 3 Meter. Ja. Und hier haben wir 4 Meter. Dann würde ich doch sagen, wir graben hier mal ab bei der Gelegenheit. Das kann man erforschen und dann gräbt er hier gleich den Knubbel ab. So, und das nächste ist dann, wir müssten, wenn wir das Graben haben, dann können wir auch hier das Pflanzen erforschen, denke ich. Ne? So, da wird erforscht. So, und jetzt, wir haben noch ein bisschen Zeit. Fackeln brennen. Was brauchen wir denn noch? Hier wird die Rückwand gebaut. Ja, wir können mit den X-Heads auch jetzt das Fehlen erforschen. Dann machen wir das auch. Wie viel haben wir Heu? Okay, dann würde ich sagen, wenn die Sapiens hier eh noch nichts zu tun haben, dann ernten wir hier nochmal Heu. Die höhere Geschwindigkeit gibt uns natürlich jetzt ein bisschen am Vorsprung. Weil alles ein bisschen schneller fertig wird. So gesehen, ne? Das ist schon nicht schlecht. So. Und das müssen wir ein bisschen hoch priorisieren hier. Und ich mache hier mal auch zwei. Und ich mache hier auch mal zwei. Und gleich priorisieren. Weil wir müssen so schnell wie möglich, wir haben jetzt zwar mit den Bananen, haben wir Vorsprung. Wir haben hier genügend Bananen. Also das reicht uns noch für ein, zwei Tage hier. Und was leuchtet denn da so hellgelb? Das sind Willow Trees. Ja. Willow Trees. Die mag ich gern. Die sind da drüben. Das heißt, da können wir vielleicht sogar irgendwann mal übersetzen. Wenn wir Kanus haben, dann können wir da hinfahren und können uns die holen. Können uns da Samen holen und die anpflanzen. Ja. Das ist eine schöne Sache. Willow Trees mag ich gern. Was wir jetzt hier in der Ecke nicht haben, also wir haben jede Menge Bananen, aber wir haben hier nichts, was irgendwie, wir haben hier noch Sonnenblumen, okay, da hinten waren noch Kürbisse. So, wir haben hier keine Blumen wirklich, da haben wir, ja, da haben wir doch, da haben wir,
Turmeric. Jetzt ist es wieder zu dunkel, aber jetzt bin ich schon zu spät dran. Dann haben wir hier, was ist hier? Ah, hier sind Marigold. Also an der Küste entlang, müssen wir uns merken, haben wir Turmeric und Marigold. Das ist insofern auch ganz praktisch, weil hier können wir mit Kanus hin. Da haben wir nochmal Flachs und Kürbisse. Hier haben wir Raspberries, okay. Das können wir alles mit Kanus erreichen. Das heißt, da können wir tatsächlich an der Küste entlang fahren. Da müssen wir nicht so lange ins Landesinnere, sondern das können wir an der Küste entlang mit Kanus. Hier haben wir Aloas. Okay, ja, das ist doch gar nicht so übel. Also ich denke, das klappt. Wir müssen mal schauen, dass wir dann so schnell wie möglich, hier haben wir Getreide, nochmal Sonnenblumen. Ja, also, puh, und da ist ein totes Mammut, oder? Ja, das ist ein totes Mammut. Ja, da bin ich auch schon gespannt mit dem Mammut, mit dem Mammuts, wie das so laufen wird mit dem Mammuts, ne? Okay, ja, da haben wir schon die erste Verletzung. Und da ist jetzt die Frage. Flag Spinning haben wir jetzt entdeckt. Okay, gut. Das heißt, wie viel Flax haben wir hier? Wir haben noch 9. Das heißt, dann machen wir uns doch gleich mal hier 9 Flax-Schnüre. Brauchen wir dann für Werkzeug. Ja. Hier haben wir jetzt das. Im Moment sind alle Faustkeile, die wir produzieren, auch gleich wieder weg. Hier produzieren wir noch 2. Ich glaube, wir müssen noch ein paar Faustkeile mehr produzieren. Machen wir hier noch welche. Ich glaube, die brauchen wir eh immer. Machen wir hier mal noch 20. 20 Faustkeile. So, zu essen haben wir noch. 10 Bananen, das reicht uns gerade noch. Wobei, ich würde da fast sagen, wir sollten nochmal Tree Felling. Okay, das haben wir. Wir sollten uns hier nochmal Bananen holen. Hier und hier und vielleicht hier und hier. Weil die werden eh schneller gegessen, als wir schauen können. Das wird dann am nächsten Morgen passieren. So, Tree Felling haben wir. Okay. Das heißt, wir könnten die beiden schon mal fällen hier. Oh, und da können wir... Da ist die neue Version noch nicht drauf. Die uns Job und Replant... Ach so, Replant wahrscheinlich, weil wir das Pflanzen noch nicht haben. Dann warten wir da noch ein kleines bisschen. Weil dann können wir hier sagen Job und Replant. Und das Replant funktioniert natürlich erst, wenn wir das Pflanzen tatsächlich auch entdeckt haben. Ne? Ja, gut, okay. Aber für den ersten Tag muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, diese doppelte Geschwindigkeit oder die 50% mehr Geschwindigkeit, die bringt schon einen deutlichen Vorteil. Weil hier natürlich viel, viel mehr passiert in derselben Zeit. Ne? So, Digging. Okay, haben wir entdeckt. Das heißt, wir können jetzt hier sagen... Flachs. Tu das mal hoch. Und Investigation und Prioritize. So, jetzt sind wir hier im Schnellmodus. Und ich würde sagen, für den ersten Tag ist es schon ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Wir haben hier schon eine kleine. Siedlung uns aufgebaut. Wir haben dieses Problem mit dem Inside-Outside hier. Das ist echt ein Problem.
Und ich denke, wir müssen mal schauen, ob wir können hier auffüllen. Wir haben ja jetzt eine Erde hier abgegraben. Was kommt da drunter zum Vorschein? Rock. Hier kommt schon Rock zum Vorschein. Wir haben hier eine Erde, die können wir hier wieder auffüllen. Und ich würde dann auch sagen, hier auffüllen. Dass wir hier noch verlängern können, wenn's nötig ist. Und jetzt entwickeln wir als nächstes noch und dann schauen wir, ob das hier geheilt wird mit dem In- und Outside, weil es ist natürlich blöd, wenn das Outside ist. Und jetzt schauen wir mal, die Betten sind alle Inside. Ja, die Betten sind alle Inside. Also das ist, nee, das hier ist auch Outside. Das ist Outside. Das ist Inside. Das ist Inside. Das ist Inside. Ich weiß nicht, woran das liegt, dass das hier plötzlich outside ist. Das ist outside, das ist outside, das ist inside. Wenn wir können das nochmal abbauen und das hier auch. Und nochmal neu bauen und schauen, ob das irgendwas ändert. Da bin ich dann jetzt wirklich gespannt. Also das ist ein Problem, das ich auch auf dem Shroomland-Server hatte. Dass da plötzlich Sachen, die und eigentlich unter Dach waren, outside waren. Und das ist natürlich blöd. Beim Speicher ist es blöd, weil dann die Sachen schneller verrotten, wenn man dort Sachen lagert, die verrotten. Und bei den Sapiens ist es blöd, weil die dann im Freien schlafen, was sie nicht gerne tun, ne? Na gut, ich würde sagen, für die erste Folge war es schon mal ganz schön. Ich würde sagen, wir machen hier einen Cut. Ich muss ja da immer ein bisschen, weil wir haben ja in diesem Tages-Nacht-Rhythmus immer ein Ding. Das heißt, ich würde versuchen, so ein bisschen im Halbstundentakt zu bleiben. Wie bisher auch, so halbe Stunde, 30, 40 Minuten. Damit die Folgen nicht zu lange werden. Ne? Damit man die einfach mal so nebenbei zwischendurch mal anschauen kann. Und nicht da stundenlang vor der Glotze sitzen muss. Tja, also Shroomland, nicht Shroomland, Wommel, der Wommel-Surfer, und zwar der 300, Wommel-300-Surfer. Und bisher ganz erfolgreich. Also ich glaube, das wird spaßig. Ich muss mal schauen, es ist niemand da im Moment auf dem Surfer. Mal schauen, ob das später vielleicht noch besser wird. Könnte auch sein, dass der wieder international ist. Sprich wenig Europäer möglicherweise. Ich weiß es nicht. Und dann sind wir natürlich abends, wenn wir in Europa hier abends haben, das ist bei anderen Tag oder Nacht. Und dann sind natürlich wenig Leute auf dem Surfer. Ne? Schauen wir mal. Also, ich wünsche euch was. Und viel Spaß bei der neuen Serie. Ich bin schon gespannt, wie es weitergeht. Und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge sehen. In der Folge 2 auf dem Wommelsurfer. Bis dann.